Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Lucky an. Dieser hat über The Call geschrieben, welches er mit 4,0 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. The Call von Veit Lindau. The Call Erfahrungsbericht. Kennst du das Gefühl einer Berufung? Weißt du überhaupt, was das ist? Ich kenne Menschen, wo ich glaube, dass sie ihre Berufung gefunden haben. Sie haben eine Aufgabe, die sie mit Leidenschaft und Freude erfüllen und das macht sie glücklich. Trotzdem habe ich nie wirklich verstanden, was das ist. Vor allem habe ich nie gewusst, wozu ich mich berufen fühle. Veit Lindau ist auf dem Gebiet ein Experte und mit The Call hat er einen digitalen Kurs entwickelt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe den The Call-Test gemacht und will gerne davon berichten, ob ich nun auch einer der Menschen mit einer Berufung bin. Über den Autoren, Veit Lindau. Veit Lindau kommt in seiner Berufskarriere auf über 20 Jahre Erfahrung als Trainer, Autor und Coach. Er hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, anderen Menschen zu helfen, zu ihrem echten Glück im Leben zu finden. Als Unternehmer und Visionär konnte er bereits Tausenden von Menschen zu mehr Erfolg führen. Seine Projekte Human Trust und die Life Trust Academy sind dabei die Anlaufstelle von vielen Leuten, die auf der Suche sind nach mehr. Als Autor konnte er seine Bücher Heirate dich selbst und Seelengevögelt auf die Bestsellerliste bringen. Die Selbstverwirklichung eines jedem ist seine Herzensangelegenheit. The Call, der Inhalt. The Call, finde deine Berufung. So lautet der Spruch des Kurses. Wie genau passiert das denn? Wie erreicht man denn dieses Gefühl? Das Problem. Wenn man eine Arbeit hat, die nicht seiner Berufung entspricht, dann schlägt sich das häufig in der eigenen Selbstachtung, im Wohlbefinden oder der Gesundheit nieder. Man tut etwas, was einen nicht glücklich macht. Man macht es häufig nur, weil es erwartet wird oder weil man das Geld braucht. Die beste Selbstfindung bringt einem nichts, wenn man dies nicht im beruflichen Alltag ausleben kann. Warum? Weil die Arbeit einen großen Teil des Lebens ausmacht und man dort häufig viel Zeit verliert, in der man hätte glücklich sein können, wenn der Job das ist, was man wahrlich aus dem Innersten herausmachen möchte. Was ist die persönliche Berufung? Bei Wikipedia wird es als innere Notwendigkeit, die jemand spürt und die ihn zum Handeln zwingt, beschrieben. Eine alternative Definition besagt, dass es eine besondere Befähigung, die jemand als Auftrag in sich fühlt, sei. Im Wort selbst steckt Ruf drin. Es ist also wie ein innerer Ruf, der schreit, was man tun soll oder tun muss. Bei manchen ist er einfach da, weil ihre Leidenschaft vielleicht schon seit Jahren brennt. Wenn man als Kind schon weiß, was man machen möchte, dann ist das nicht unbedingt eine Berufung. Wenn man als Kind es schon weiß und schon alles tut, damit man das auch wirklich umsetzen kann, dann kommt es dem schon näher. Diesen Ruf hören nur leider viele nicht. Mit den Jahren werden die Träume immer kleiner und die innere Stimme verstummt irgendwann vollkommen. Man gibt sich schneller zufrieden mit gegebenen Umständen und die Angst vor dem Scheitern hält einen davon ab, es überhaupt erst zu versuchen. Laut einer Statistik fühlt nur ein Fünftel der Deutschen eine emotionale Bindung zum Beruf. Gehörst du dazu? Oder stehst du auch jeden Tag auf mit dem Gedanken, bald ist es 17 Uhr und ich bin wieder zu Hause? Was man von The Call erwarten darf. Wäre es nicht schön zu wissen, dass der Beruf das ist, was man liebt? Um dahin zu kommen, muss man einige Situationen durchlaufen. Bei The Call sind es 22 dieser Situationen, die einen auf dem Weg bringen und auf dem Weg halten. Veit Lindau selbst hat sehr passend diese Metapher als Erklärung zu seinem Kurs gewählt. Man findet gemeinsam heraus, was für ein Instrument man ist und wie man es spielt. Man lernt das perfekte Lied, wie man es komponiert und wie man es schließlich klingen lässt. Man wird aber auch erfahren, unter welchen Bedingungen man dieses Lied und dieses Instrument am besten spielen kann. Was macht denn eine Arbeitsstelle aus? Was muss sie erfüllen? Laut Veit Lindau sind es diese fünf Dinge, die auf jeden Fall gegeben sein müssen. Positive Gefühle, Engagement, stabile und freundliche Beziehungen, einen tieferen Sinn, Selbstwirksamkeit. Unser Arbeitsumfeld sollte uns also positive Gefühle geben. Man sollte in sich ein Engagement verspüren, weil einem die Arbeit wichtig ist. Sie ist einem aber nicht nur wichtig, sie hat eine Bedeutung und erfüllt einen tieferen Sinn für uns und unserem Leben. Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, besteht aus stabilen Beziehungen. Anders gesagt, es sind Menschen, die wir mögen und mit denen man gerne Zeit verbringt. Und zum Schluss, man muss sehen, dass es Erfolge bringt. Für viele hört sich das nach einer Arbeitsstelle an, die so nicht existiert, außer im Kopf. Viele werden allerdings auch nie aktiv und warten darauf, dass sich etwas ändert. Die Veränderung muss aber immer bei einem selbst anfangen. Denn das ist der einzige Teil, den man aktiv beeinflussen kann, wann man will und wo man will. Das heißt, man kann sich im weitesten Sinne ein ideales Arbeitsumfeld erschaffen. Das kann aber auch bedeuten, dass man dafür seine Arbeitsstelle aufgeben muss, dass man sich selbstständig macht oder dass man nur einige Sachen an den gegebenen Umständen verändern muss. Im Kurs wird einem etwas verdeutlicht. Die Arbeit sollte ein Ausdruck seiner selbst sein. Natürlich ist das Geldverdienen immer auch ein Grund und der wird auch immer bleiben. Wer zu wenig Geld hat, der lebt im Stress. Der Wunsch nach mehr Geld ist nicht verwerflich, aber Arbeit ist mehr als nur ein Beruf. Wie Veit so schön sagt, Arbeit beginnt mit dem ersten Atemzug und endet mit dem letzten Atemzug.
Der Kurs gibt einem die Antwort auf die Fragen. Wer bist du? Wofür bist du hier? Was willst du mit der Welt teilen? Kennt man diese, dann kann man sich einen besseren Job suchen, der zu mehr Glück und gegebenenfalls sogar zu mehr finanzieller Freiheit führt. The Call. Erfahrungen. Ich habe mich im Laufe dieses Kurses in den Autoren verliebt. Der Mann hat eine unglaublich liebevolle und herzliche Art an sich und es ist immer wieder schön, ihm zuzuhören zu dürfen. Den Kurs kann ich vom Herzen weiterempfehlen. Ich hoffe, ich konnte gut beschreiben, worum es geht und welches Problem der Kurs lösen möchte. Ich bin erst halb fertig und habe jetzt schon das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Ein solches Gefühl hatte ich bisher noch nie. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Wer sich unglücklich fühlt und das ist der Arbeit verschuldet, der kann gerne mal es mit The Call ausprobieren. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.